Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part Yu-Gi-Oh! Death Pro. Ja, und heute werde ich ein von euch gewünschtes Deck spielen. Und zwar wurde sich das Kuscheltier-Deck gewünscht. Und Kuscheltier finde ich persönlich ein sehr cooles Deck eigentlich. Sehr niedliche Artworks. Ist mal was anderes zu spielen. Muss ich schon zugeben. Ja, und wir wollen jetzt heute hier mal in dem ersten Part anfangen. Und das Deck ein bisschen präsentieren und hoffen, dass es einfach mal gut läuft. Und was haben wir hier in der Hand? Ein Kuscheltierbär, ein Kuscheltierflügel, dann einmal den Scherenkobold, den Kuscheltierhund und ein MST. Der Gegner spielt hier 40er Kartendeck, 15 extra Deckkarten, also sehr solide. Und schauen noch mal, was da gleich drunter liegt. Ganz, ja, wir haben eigentlich eine sehr gute Hand. Oh, er spielt sehr viele Karten. Vielleicht noch eine, komm. Doch nicht. Oh, das ist doch eine sehr gute Hand, mit der man was anfangen kann, auf jeden Fall. Wir spielen jetzt erstmal MST auf die mittlere. Schauen nochmal, was das für ein Deck genau ist. Ist immer schwer zu sagen. Drei Karten verdeckt und ein Monster verdeckt. Eigentlich kann man schon von den Monstern ein Waboku. Okay. Waboku schließt auf. Ja, auf was könnte es hinausschließen? Eigentlich auf Gladiatorenkarten, aber egal. Deswegen, wir schauen jetzt erstmal am Werfen. Nämlich den Kuscheltierbär ab, um uns einen Spielzeugspender vom Deck in ja, den gesetzten Modus aufs Spielfeld zu holen. Werden diesen aber dann sofort aktivieren und werfen dann unseren Kuscheltierflügel ab, denn wenn ich die abwerfe, darf ich eine Karte ziehen. Also wenn ich die gleich verbanne, Entschuldigung, nicht abwerfe. So, das ist übrigens ein Schreibfehler hier, ein Kuscheltiermonster deiner Hand hinzufügen. Nein, wenn ich eine Kuscheltierkarte durch den Spielzeugspender ziehe, darf ich sie spezialbeschwören. Aber das mache ich jetzt nicht. So, und wenn ich jetzt nämlich den Kuscheltierflügel aus dem Friedhof verbanne, muss ich noch ein zusätzliches Kuscheltiermonster im Friedhof haben, um dieses auch zu verbannen. Anschließend darf ich dann halt eine Karte ziehen. Und darf meinen Spielzeugspender dann noch kaputt machen und darf durch den Spielzeugspender dann noch eine Karte ziehen und den Effekt, weil der Spielzeugspender zerstört worden ist, darf ich dann halt noch ein Kuscheltier von meinem Deck meiner Hand hinzufügen. Und wir nehmen hier die Eule, denn ich habe gerade keine Fusionskarte und wenn ich die Eule normal oder spezial beschwöre, darf ich mir halt eine Fusionskarte von meinem Deck der Hand hinzufügen und das werden wir jetzt hier auch einfach mal machen. So, wir haben jetzt schon die Fusionskarte. Ja, das Deck basiert auf die Fusion, die sogenannten Schreckenspelz-Fusionen. Werde ich auch ganz kurz ins Extra-Deck hier gehen. Und zwar spielen wir hier einfach mal für die ja, Exceeds wird selten gemacht. Noch ein Abyss und ein Castell. Dann für eine Instant Fusion halt, damit ich mir noch schnell halt ein Castell oder Abyss machen kann. Habe ich noch einen Norden drin. Dann spiele ich zweimal das Schaf. Dreimal den Tiger. Zweimal den Wolf, einmal den Bär, einmal den Löwen und dann halt noch zweimal den Schafzahn und halt eine Chimäre. Aber meistens verwende ich dann halt den Tiger, den Schafzahn oder das Schaf, obwohl der Wolf dann, ja, situationsbedingt auch den Wolf. Aber wir machen jetzt hier den Tiger, denn je nachdem, wie viele Materialien ich dafür genommen habe, darf ich Karten halt auf dem Spielfeld zerstören. Und ja, wir nehmen natürlich jetzt hier drei Stück. Wir nehmen den Hasen. Denn durch den Hasen darf ich mir gleich ein Kuscheltier-Monster, wenn der verwendet worden ist, für eine Fusionsbeschwörung wieder vom Friedhof in die Hand nehmen. Das heißt, da mache ich nicht ganz so viel Minus. So, wir zerstören jetzt erstmal drei Karten, weil ich drei Materialien genommen habe. Und durch den Hasen hole ich mir den, ja, den Hund hinzu. Das ist doch gar nicht mal so schlecht hier. So, schauen wir doch mal, was da drunter liegt gleich. Und zwar haben wir, okay, Seelenübernahme, Sündenböcke und ein Gesicht des Todes, okay. So, ja, anschließend werde ich jetzt erstmal angreifen. Und ihm ein bisschen Schadenpunkte randrücken. Ja, und der Tiger bekommt dann halt noch 300 Angriffe für jedes Kuscheltier und Schreckenspelzmonster, das du kontrollierst. Das heißt, ja, er bekommt jetzt hier erstmal schön 600 Angriff, denn für sich selber auch. Und wir haben hier gerade zwei Stück liegen. Und jetzt kommt er damit schon auf einen relativ guten Angriff. 2,5 ist gar nicht mal so schlecht. Er spielt die Sündenböcke. Okay, kann er ruhig machen. Das ist nicht ganz so schlimm. Na, obwohl. Wir haben hier schön Raigeki. Sehr schön.
hat sich das natürlich super gelohnt für ihn. Wir spielen jetzt hier noch den Hund. Und mit dem Hund holen wir uns den Bär. War ich eigentlich schon fertig? Den Bär werfen wir ab. 3-8. 4-8. Ja, wir sollten eigentlich fertig machen. Aber wir aktivieren halt jetzt noch den Spender, werfen den Hund halt nochmal ab. Um hoffentlich eine schöne Karte zu ziehen. Ah, König des Sumpfes. Ah, wird leider gerade weggemacht. Das hat uns leider nichts gebracht. Denn falls ich keine Kuscheltierkarte ziehe, muss die Karte halt abgeworfen werden auf dem Friedhof. Ist zwar schade. Aber wir gewinnen hier das erste Duell sehr locker und leicht gegen einen. Ich weiß gar nicht, was es überhaupt für ein Deck war, gegen das wir gespielt haben. Aber es ist egal. Wir gewinnen hier mit 8000 zu 0 Life Points und haben damit ja schon einen Sieg ergattert und wir werden mal sehen, was im nächsten ja, Kampf auf uns wartet einfach mal. Ja, Kuscheltier finde ich ist ein sehr coole Karten, auch die Artworks finde ich gar nicht so schlecht und es ist halt mal was anderes als wie Kosmos, als wie Xyz, als wie Synchros, denn hier fusioniert man noch mit der guten alten Polymerisation. Aber es gibt halt auch wie bei den Schattenpuppen, gibt es halt die eigene Fusion und zwar die Schreckenspelz-Fusion, die halt Monster aus dem Friedhof oder vom Spielfeld entfernen kann und ich darf mir damit was holen. Die Hand sieht da nicht ganz so gut aus und wir haben hier einen Schädelakrobaten, lässt auf ein Pendeldeck auf jeden Fall schießen. Schauen wir doch mal gleich, was er hier gleich ziehen wird. Wenn wir den Tiger hinkriegen würden, wäre das gar nicht mal so schlecht, denn damit könnten wir schön die ganzen Panelkarten gleich erstmal zerstören. Aber wir müssen erstmal abwarten hier, denn momentan kann ich halt noch nicht ganz so viel machen. Leider. Aber vielleicht ändert sich das gleich noch. Er darf jetzt hier erstmal, okay, da hat er den Pendelriss, den Himmelsriss, aber den werden wir gleich erstmal schön durch MST zerstören, damit wir danach schön auf die Panelkarten gehen können. Ja, die Pendel, die neuen Pendeldecks sind sehr stark durch die Karten Pendelhof oder auch den Schädelakrobaten. Ist das Deck doch, ja, sehr gemein, sehr konsistent. Also das heißt, man hat genug Materialien die ganze Zeit. Und das ist nicht ganz so fein. So, und jetzt würde ich vorschlagen, machen wir auch schon einfach mal eine Fusion hier. Und zwar machen wir hier schön das Schaf aus den beiden Karten. Und dürfen uns jetzt halt noch eine Schreckenspelz-Fusion nehmen. Spielen noch den Spielzeugspender verdeckt, denn der bringt mir noch nichts. Aber falls er vielleicht zerstört wird, kann er mir doch was bringen. Und damit machen wir etwas Schaden gerade mit dem Schaf wenigstens. Auch wenn der Gegner natürlich hier direkt gleich wieder... Oh, er hat noch einen Himmelsriss. Oh, cool. Sehr schön. Wenn er natürlich hier gleich wieder anfängt zu pendeln mit seinen Karten... Aber bisher hat er noch keine. Okay. Das soll uns recht sein, wenn ich ehrlich bin. Okay, hat jetzt da schon 15, 4. Okay, steht da. 4 Karten hat er schon. Okay, hat jetzt hier den Drachengrubenmagier. Okay. Und wir haben jetzt hier einen weiteren Spielzeugspender. Und jetzt werden wir den Spielzeugspender aktivieren. Werfen diesen Spielzeugspender ab. Sehr schön. Wir haben eine Eule gezogen. Nee, ist eigentlich gerade egal. Obwohl, eigentlich nicht. So. Wir haben aber gerade keinen. Was werden wir jetzt machen? Die Eule holt uns eine Polymerisation. Deswegen holen wir uns einen Kobold, glaube ich mal. Ja, wir werden uns hier einen Kobold holen. So, dann werden wir die Eule nämlich spielen. Und werden uns eine weitere Polymerisation holen. Werden diese dann auch aktivieren. Und werden uns den Schafzer machen. Aus der Eule und den drei Karten. Und damit sieht das doch gar nicht so schlecht aus. Damit holen wir uns jetzt das Schaf. Und könnten sogar noch hier was Schönes spielen. Und das werden wir jetzt auch mal machen. Denn wir holen uns... Ja, wir holen uns den Wolf. 1-2. Denn damit könnten wir das Duell vielleicht gleich schon entscheiden.
Wir greifen jetzt hier erstmal mit dem Schaf an, damit er gleich die Effekte daraus nicht aktivieren kann. Wir greifen jetzt mit dem Schafzahn einmal an. Greifen jetzt mit dem Wolf an. Und nochmal und... Jawohl, damit haben wir gewonnen, denn der Wolf-Effekt ist so, je mehr Materialien dafür ich verwende, darf ich halt angreifen. Das heißt, für 4 Materialien darf er halt 4 mal angreifen und der hat einen 2000 Angriff und durch die ganzen Boosts, die man hier durch die Karten bekommt, tut das doch sehr, sehr weh. Und ja, damit haben wir auch das zweite Duell gewonnen, sehr schön. Ja, und ich würde sagen, mit diesem freudigen Ergebnis beenden wir den heutigen Part und sehen uns dann im nächsten Part mit dem Kuscheltierdeck wieder. Bis dahin, Leute, macht's gut und ciao.